Rentenerhöhung 2020. Achtung, Steuerfalle. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, die Rentenerhöhung ist ja nun mal durch. Zum 1.7.2020 gab es im Westen 3,45% mehr Rente und im Osten 4,2% mehr Rente. Und das führt natürlich dazu, dass der ein oder andere Rentenempfänger steuerpflichtig wird. Nur die meisten von denen wissen es nicht oder sie verdrängen es oder gehen mit dem Thema überhaupt leichtfertig um oder ignorieren es. Wir haben hier sehr oft in der Kanzlei Rentnerinnen und Rentner sitzen, mit denen wir über dieses Thema auch sprechen und die einfach zu uns sagen, ich bin Rentner, ich habe ein Leben lang Steuern gezahlt auf meinen Arbeitslohn. Warum soll ich jetzt noch Steuern zahlen? Kann doch mich nicht treffen. Das Finanzamt macht keinen Halt davor, wie alt sie sind. Und schon gar nicht, ob sie eine Rente bekommen und sie der Meinung sind, dass sie mit dem Rentenbezug dann nicht mehr steuerpflichtig sind. Das ist ein fataler Irrtum. Aufgrund der Rentenerhöhung in den letzten Jahren wurde das Renteneinkommen erhöht. Und Renteneinkommen ist steuerpflichtiges Einkommen. Es zählt zum steuerpflichtigen Einkommen. Das heißt also, wir werden es wieder erleben, dass ca. 50.000 bis 70.000 Rentnerinnen und Rentner wegen der Rentenerhöhung 2020 zumindest steuerpflichtig werden können oder eine Steuererklärung abgeben müssen. Und für viele ist das natürlich ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, wie mache ich das? Im Grunde genommen ist das erstmal relativ einfach. Wir sagen immer unseren Mandanten, fordert von der Deutschen Rentenversicherung die sogenannte Rentenbezugsmitteilung ab. Und zwar rückwirkend für das Jahr 2019, 2018 und 2017. Da hat man erstmal so einen Referenzzeitraum für 3 Jahre. Und mit dieser Rentenbezugsmitteilung, wenn Sie die dann erhalten haben, gehen Sie zum Lohnsteuerhilfeverein und sagen, hier bitte rechnen. Und dann rechnen die. Und die sagen Ihnen dann auch, ob Sie in der Tat mit Ihren Steuereinkommen und den Rentenerhöhungen steuerpflichtig werden. Denn eines muss Ihnen klar sein. Die Rentenerhöhungsbeträge werden grundsätzlich zu 100% in die Steuerpflicht mit reingerechnet. Also dafür gilt der Steuerfreibetrag, den Sie bei Beginn des Rentenjahres, in dem, wo Sie Ihre Rente bekommen haben, erhalten haben, nicht. Die Rentenerhöhung betrifft ja auch viele Doppelrentenbezieher. Das heißt also Menschen, die eine Altersrente haben und eine hinterbliebene Rente bekommen. Diese Leute sind vor allen Dingen extrem davon betroffen und sollten hier wirklich mal prüfen lassen, ob sie steuerpflichtig geworden sind oder zumindest eine Steuererklärung abgeben müssen. Damit sie nicht das böse Erwachen bekommen, wenn eines Tages mal ein Brief vom Finanzamt in der Tür liegt und sie zu einem Bußgeld oder möglicherweise sogar zu einem Strafgeld verurteilt werden, weil sie es versäumt haben, Steuererklärungen abzugeben und hier den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt haben. Deshalb empfehlen wir Ihnen dringend, prüfen Sie das nach, Steuererklärungen machen. Bevor Sie die abgeben, lassen Sie das bitte von dem Lohnsteuerhilfeverein, von einem Steuerberater prüfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.